Ja, wir stehen hier vor der Staatskanzlei in Düsseldorf und heute ist ein wirklich historischer Tag für Nordrhein-Westfalen, weil es heute gelungen ist, nach einem jahrzehntelangen Streit, teilweise Kampf um die richtige Schulstruktur, das richtige Schulsystem für NRW, gelungen ist, zwischen Grünen, SPD und CDU einen Schulkonsens für NRW zu verabreden und gemeinsame Eckpunkte vorzulegen und zu präsentieren, was ein neues Schulgesetz angeht. Und deswegen ein historischer Tag für Nordrhein-Westfalen. Da steht einerseits drin, dass die Kommunen, die Städte und Gemeinden deutlich gestärkt werden, zu entscheiden vor Ort, was für eine Schulform sie anbieten möchten, zum Beispiel entsprechend des Elternwahlverhaltens und der Schülerinnen und Schüler. Da steht zum Beispiel drin, dass die Verfassungsgarantie für die Hauptschule, die noch in der Landesverfassung drinsteht, aufgehoben wird. Das heißt, es gibt keine Verpflichtung mehr, eine Hauptschule vor Ort vorzuhalten. Das ist sozusagen ein Stück weit Vollzug der Realität, weil die Eltern da schon seit einigen Jahren mit den Füßen auch abstimmen. In diesem Schulkonsens steht drin, dass eine neue Schulform im Schulgesetz aufgenommen wird, nämlich die sogenannte Sekundarschule als Schulform der Sekundarstufe 1, die gegründet wird vor Ort aus der Zusammenlegung aus bestehenden Schulformen, wo die Klassen 5 und 6 gemeinsam unterrichtet werden und wo auch wegen gymnasialer Standards möglichst lange alle Bildungsabschlüsse vorgehalten werden. Es gibt für diese Schulform, die Sekundarschule, keine eigene Oberstufe, aber sie kooperiert mit Gymnasien vor Ort, mit Gesamtschulen, die weiterhin natürlich gymnasiale Oberstufen auch anbieten, wo man das Abitur machen kann. Da steht auch drin, dass die Gründung von Gesamtschulen deutlich erleichtert wird, also insgesamt eine deutliche Handschrift auch für grüne Schulpolitik, weil wir immer gesagt haben, längeres gemeinsames Lernen bringt mehr Chancengerechtigkeit für Schülerinnen und Schüler und aber eben auch mehr Leistungsmöglichkeit in der Spitze und Breite. Also von daher eine deutlich grüne Handschrift in diesem neuen Schulkonzept. Das ist auch heute ein großer Erfolg für die politische Kultur hier im Land, weil es eben gezeigt hat, dass wenn Parteien sich an einen Tisch setzen und gemeinsam Herausforderungen der Zukunft diskutieren und eben nicht Parteitaktik in den Vordergrund stellen, sondern die Sachpolitik, dass es dann auch gelingen kann, einen großen Wurf zu erreichen. Das ist ein Erfolg von Silvia Lörmann ganz besonders als Schulministerin, das ist ein Erfolg der rot-grünen Landesregierung, aber es ist auch ein Erfolg der konstruktiven Kräfte in der CDU, die eben nicht Fundamentalopposition betreiben, sondern die sich auch mit Rot-Grün an einen Tisch setzen und gemeinsam Sachpolitik betreiben. Also insgesamt zeigt das, die Minderheitsregierung Nordrhein-Westfalen ist voll handlungsfähig, es klappt, dass wechselnde Mehrheiten eben auch möglich sind und es zeigt auch einmal mehr, dass zum Beispiel die FDP sich völlig in die Isolation betrieben hat, weil sie weiterhin an einem hochgradig selektiven Schulsystem festhält, weiter soziale Selektion möchte und mit der FDP wirklich keine Schule zu machen ist in NRW. Also ein guter Tag für NRW, ein guter Tag vor allem für die Schülerinnen und Schüler, deren Zukunft sozusagen handlungsleitend war hier für diesen Schulkonsens. Und wir sind da als Grüne sehr, sehr zufrieden mit und gehen jetzt sehr erleichtert in die Sommerferien, weil es eben gelungen ist, einen großen Wurf historisch für NRW zu erreichen.